Guten Tag, hallo und herzlich willkommen bei Moderbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute geht es mal wieder zur Firma Rocco, denn die hat wieder was Schönes und Neues auf die Gleise gestellt, auf die Modellbahngleise. Diese wunderschöne V100 Ost, also sprich von der DR, von der Deutschen Reichsbahn, die schauen wir uns im heutigen Video genau an. Wir haben hier wieder das Premium-Produkt, das heißt ab Werk mit Sound und ganz vielen digitalen Funktionen, und unser Fahrplan für heute sieht wie immer natürlich vor: Wir beginnen die erste Station, Informationen zum großen Vorbild, dann Station 2, alles Wissenswerte zu diesem wunderschönen kleinen Modell hier in 1:87, dann geht es weiter raus in die freie Wildbahn. Wir schauen uns die Fahreigenschaften der kleinen Lok an, sowie die Sounds, die hören wir uns an, und dann zum Schluss mein Schlusswort und die Artikelnummern. Der Fahrplan steht, wir legen los, viel Spaß! Los geht es mit den Informationen zum großen Vorbild. Und da müssen wir wieder ein wenig viel in die Vergangenheit reisen, denn bereits Mitte der 1950er Jahre entwickelte der Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg die V60 mit Mittelführerstand zur Ablösung von Dampflokomotiven im mittelschweren Rangierdienst. Denn man hatte damals das Problem, mit der Dampflok konnte man nicht so gut und so einfach die ganzen Rangierleistungen bewältigen. Es war ein enormer Aufwand nötig, die Loks mussten teilweise nachtanken, sprich Wasser oder Kohle, und dann auch das ganze Handling war dort natürlich etwas schwerer, und da kam so eine kleine wendige Diesellok, die eigentlich Diesel rein, fahren, fertig, wäre sehr viel einfacher war als eine Dampflok. 1959 wurden dann mit V60 1001 und V60 1002 die Baumuster vorgestellt. 1961 folgte dann eine Kleinserie mit V60 1003 bis 1007, und bis 1964 wurden die Bauart dann in Serie gefertigt, bis zunächst 170 Lokomotiven davon gebaut wurden. Im gleichen Jahr wurde die Konstruktion leicht überarbeitet und ab 1965, beginnend mit der V60 1201, bei der LEW Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hans Beimler in Henningsdorf gefertigt. Von unserer Kleinen wurden dann im Laufe der Zeit sage und schreibe insgesamt 2256 Exemplare gebaut. Darunter befanden sich natürlich nicht nur die Lokomotiven, die an die Deutsche Reichsbahn gingen, sondern darunter waren dann auch Werkslokomotiven, die an Industriebetriebe ausgeliefert wurden und dort natürlich tatkräftig im Einsatz waren. An die DR selbst gingen lediglich 1135 Lokomotiven. Bei der ersten Serie war die ursprüngliche Lackierung in Rot mit weißen Streifen, so wie hier bei uns auch im Modell zu sehen. Später dann aber kam ein anderer Farbton, ein gelblicher nämlich, und diese Farblackierung hat dann der Lokomotive einen Spitznamen gegeben. Denn wenn der gelbliche Farbton etwas älter und schmutziger wurde, erinnerte die dann goldbraun wirkende Lackierung an ein Grillhähnchen. Und daher erhielten die Loks in dieser Farbe den Spitznamen Goldbräuler. Nach der deutschen Wiedervereinigung und der daraufhin erfolgten Fusion der beiden deutschen Staatsbahnen standen in der Folge die Baureihen 362 bis 365 bei der Deutschen Bundesbahn und 344 bis 347 der Deutschen Reichsbahn zur Verfügung. Im Vergleich beider Maschinen schnitt die West V60 durch ihren geringerten Verbrauch und die bereits nachgerüstete Funkfernsteuerung besser ab, sodass die Lokomotiven der DR-Baureihen 344 und 347 nach und nach abgestellt wurden. Die Maschinen wurden nicht weiterverkauft, sondern verschrottet, leider Gottes. Bei diversen Privatbahngesellschaften sind noch viele ehemalige Werkslokomotiven im Einsatz, und 2014 besaß unter dem Dach der DB lediglich die Sparte DB Fernverkehr einige 345er bzw. 346er Maschinen. Darüber hinaus waren noch einige Breitspurmaschinen der Baureihe 347 im Fährhafen Mukran aktiv. Das ist eine ganz besondere Besonderheit, denn ich persönlich bin auch sehr viel im Fährhafen Mugran tätig. Wir haben da unser Stillstandsmanagement, und da sieht man tatsächlich noch die breiten russischen Spurweiten, wo damals dann drauf verladen bzw. umgespurt wurden. Und das ist nicht nur ein genialer Sprung in die Geschichte, sondern man kann da auch wirklich diese Zeitgeschichte wirklich live erleben, denn es sind sage und schreibe noch ein, zwei Maschinen dort in der ganz hinterletzten Ecke, und wenn man sich die anschaut mit den breiten Drehgestellen, das ist wirklich schon sehr imposant. Aktuell gibt es leider keine
aktiven Maschinen mehr der Ost-V100 im aktiven Dienst bei der Deutschen Bahn. Hier und da tatsächlich noch bei privaten Eisenbahngesellschaften werden diese Lokomotiven zwar noch eingesetzt, aber im aktiven Streckendienst bzw. auch im aktiven Rangierdienst sind hier keine Maschinen mehr im Einsatz. Eingesetzt wurden die Lokomotiven vor allem im mittleren Rangierdienst sowie zum Abdrücken von Zügen an den Ablaufbergen in den Rangierbahnhöfen und weitere Einsatzgebiete waren das Bereitstellen der schweren Ganzzüge aus Werken und für Nahgüterzüge. Einige Lokomotiven der Baureihe 106, also sprich die alte Nummerierung der Deutschen Reichsbahn, besaßen spezielle Ausrüstungen für Sonderaufgaben, zum Beispiel Leerstromabnehmer für Fahrdrahtkontrollen, die dann nach und nach immer mal wieder durchgeführt wurden. Beim Einsatz zum Beispiel bei Fahrleitungs-, Montagezügen oder Mittelpufferkupplungen, zum Beispiel für Überführungen von U- oder S-Bahnwagen. Ein kleiner Hinweis nochmal, warum gerade die Baureihe 106 zur Sprache kam. Bei der Deutschen Reichsbahn hatte man damals eine andere Nummerierung. Bei uns, bei der Deutschen Bahn AG, damals bei der Deutschen Bundesbahn, war es so, dass die E-Lokomotiven die Nummerierung 1 hatten, 103 zum Beispiel, unsere Diesellokomotiven, die 2, 218 zum Beispiel und Kleinlokomotiven bzw. dann auch wie unsere Rangierlok hier, die 3, 365 zum Beispiel oder 333 für unsere kleine Köf. Bei der Deutschen Reichsbahn war das ein bisschen anders, da hatten die Diesellokomotiven die 100er Nummern, 106 und die E-Lokomotiven die Nummer 2, zum Beispiel die 243er, unsere heutige 143. Insgesamt bis heute sind etwa 30 Lokomotiven der Bauart V60DR erhalten. Ungefähr 15 Lokomotiven steht eine langfristige museale Erhaltung bevor. Die Lokomotiven sind als Museumslokomotive in mehr oder weniger gepflegtem und überwiegendem betriebsfähigem Zustand erhalten. Weiterhin gibt es noch etwa weitere 10 Exemplare, die nie bei einer Staatsbahn eingesetzt wurden, aber für den Museumseinsatz die Nummer einer ehemaligen Staatsbahnlokomotive erhalten haben. Und damit sind wir auch schon am Ende des großen Vorbilds angekommen. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Angekommen bei unserem Modell hier nun in 1:87 und da schauen wir uns natürlich an, wie kommt das Modell zu uns. Wir haben hier standardmäßig die wunderschöne schlichte Rocco Hartkunststoffverpackung. Was mich besonders jetzt bei dieser Lok ein bisschen verwundert hat, wir haben, ich mach's mal auf, ja sonst immer den Kunststoff Schuber, worin die Lok dran verpackt ist, den kann man komplett rausnehmen, aufschieben und dann kann man die Lok oben aufklappen, beziehungsweise nicht die Lok, sondern die Verpackung aufklappen und die Lokomotive rausnehmen. Hier hat Rocco das jetzt ein bisschen anders gelöst und zwar, ich war ein bisschen verwirrt, man kann nämlich den Deckel hier abnehmen, zack, und dann hat man die Lok schon frei liegen. Das heißt, man kann sie dann mit der beiliegenden Lasche dann einfach nach oben rausziehen. Ist tatsächlich ein bisschen einfacher und wenn man sie nachher wieder reinlegen will, kann man dann einfach hier Deckel drauf und fertig. Also da auch, wie gesagt, etwas cooler und etwas einfacher geworden. So, dann machen wir den Karton jetzt mal wieder zu, wenn ich es denn schaffe mit einer Hand. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, und der kommt da wieder hin. Dann natürlich ist dabei die Lok, logischerweise. Dann haben wir ein Zurüstbeutelchen, was ein bisschen größer ausfällt. Hier ist drin enthalten einmal natürlich Kurzkupplungen, 2 Stück, Bremsschläuche, Zughaken. Und dann natürlich auch nochmal gekürzte Kupplungen. Außerdem sind 2 Abdeckplatten mit dabei, die man dann hier links und rechts auf die Lüfter montieren kann, falls man das möchte.
Dann haben wir ein kleines anderes Zuristbeutelchen, fällt ein bisschen kleiner und übersichtlicher aus. Hier sind geätzte Loknummernschilder drin. Das heißt, wenn man diese aufgedruckte Version hier nicht haben möchte, kann man, so wie es damals ja bei der Reichsbahn war, übrigens bei der Deutschen Bundesbahn auch, kann man sich dann diese geätzten aus Metall Lokschilder nehmen und sich die dann halt links, rechts an den Führerstand bzw. an die Vorbauten dann halt draufkleben. Und das gibt, finde ich, wirklich enorme Tiefe und sieht auch sehr gut aus. Mit dabei ist dann außerdem jede Menge Papierzeugs, und zwar einmal die Bedienungsanleitung, wo auch nochmal alles zum Decoder beschrieben ist. Es ist drin beschrieben, wie man die Lok auseinander nimmt. Das heißt, wenn man die analoge Version sich kauft, wo man den Decoder einbaut. Es ist beschrieben, wo die ganzen Zurüstteile drankommen. Hier zum Beispiel die Platten, die werden hier links und rechts montiert. Hier vorne, wenn man die eine Seite komplett zurüsten möchte, so wie ich es gerne mache, dann ist hier drin alles beschrieben. Es ist auch nochmal drin beschrieben, wo geölt werden muss und, also das alles hier drin. Dann ist mit dabei einmal das Sounddatenblatt. Wir haben hier das Modell mit Sound und Digitaldecoder ab Werk, und darin sind dann alle digitalen Sounds drin aufgeführt. Dann darf es natürlich nicht fehlen, das Ersatzteilblatt für die Lokomotive. Und dann zu guter Letzt auch nochmal, wie die gerade erwähnten Zurüstschilder. Hier auch nochmal die Information, wie diese Schilder anzubringen sind. Finde ich sehr lustig, aber wie gesagt, hier könnt ihr auch nochmal alles drin ablesen. Ja, und so kommt die Lok zu uns. Bevor nun die Stichpunkte und die technischen Details der Lokomotive folgen, begeben wir uns einmal hinunter zu ihr und schauen uns sie einmal aus der Nähe an. Was mir persönlich direkt aufgefallen ist und auch sehr gut gefallen hat, ist, wir haben einen Lokführer an Bord und wir haben auch einen sehr schönen detaillierten Führerstand, wo man auch wirklich alles erkennen kann. Es ist farblich abgesetzt, und wenn man hier reinguckt mit der Führerstandsbeleuchtung, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Außerdem ist mir aufgefallen, sehr schön, hier unten dieser Warnanstrich, der ist sehr schön sauber und trennscharf gedruckt. Die Aufschriften hier auf der Seite natürlich ebenfalls. Hier oben drauf das Horn, die Aufbauten der Lüfter mit durchbrochenem Lüftergitter und hier vorne auch die Antenne sind sehr schön filigran gehalten. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man die Lok in die Hand nimmt. Wir haben hier diesen Umlauf, der einmal komplett um die Lok drum herum geht. Der ist in Kunststoff gehalten, wie die Griffstangen hier am Führerstand auch. Da muss man, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, wenn man die Lok hochnimmt, dass man da halt nicht irgendwas abbricht oder verdrückt oder zerdrückt, und ich empfehle es halt immer, hier unten am Triebwerk in der Nähe da halt die Lok anzufassen, da hat man sie sicher in der Hand und man läuft nicht Gefahr, irgendetwas kaputt zu machen. Ansonsten, die Verarbeitung ist wirklich hervorragend. Für die Größe der Lok ist sehr viel Technik untergebracht. Wir haben einen Energiespeicher an Bord. Wir haben einen Sounddecoder an Bord mit einem schönen, großen, satten Lautsprecher, der für richtig kernigen Sound sorgt. Wir haben Führerstandsbeleuchtung. Wir haben alle Leuchten in LED-Technik. Wir haben ebenfalls auch zum Beispiel einen Entkuppelmodus. Den seht ihr dann bei den Sounds. Das heißt, die Lok fährt dann ein Stück vor. Und wenn man dann eine elektrische Kupplung dann nachgerüstet hat, kann man diese dann damit auch ebenfalls steuern. Das heißt, dass die Lok einmal aufdrückt und dann die Kupplung öffnet, sodass man dann halt die Wagen sicher dann auch entkuppeln kann. Ja, nun kommen wir zu den technischen Details. Wir haben hier eine NEM-Kupplung 362 mit Kurzkupplungskinematik. Kurzkupplungen, zwei Stück, liegen bei. Wir haben einen mindestbefahrbaren Radius von 358 mm. Wir haben einen kraftvolligen, fünfpoligen Motor mit Schwungmasse verbaut. Wir haben alle Achsen, also alle vier, angetrieben. Eine Achse davon mit Haftreifen versehen zur Erhöhung der Zugkraft. Wir haben hier die Epoche 4 der Deutschen Reichsbahn mit der dementsprechenden Lackierung. Wir haben ein Dreierlicht-Spitzenlicht bzw. Zweilicht-Schlusslicht, ebenfalls natürlich, wie eben schon gesagt, in LED-Technik. Wir haben Führerstandsbeleuchtung, wir haben die Funktion, dass wir die Spitzen- und Schlussbeleuchtung separat abschalten können. Wir haben eine digitale Schnittstelle Plux 22 und wir haben natürlich Sound hier mit an Bord und ebenfalls einen Pufferkondensator. Und die Länge über Puffer darf natürlich auch nicht fehlen, die beträgt 125 mm. Außerdem sei zu erwähnen, wir haben hier eine Lok der zweiten Bauform. Wir haben hier das Regenschutzdach über den Seitenfenster am Führerstand. Das heißt, hier diese kleinen Schutzbleche, die den Lokführer bzw. den Lokrangierführer bei Regen ein wenig mehr schützen sollen. Denn beim Rangieren muss man halt sehr viel aus dem Fenster schauen. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe 3 Jahre Lokrangierführer gelernt. Und da ist eigentlich die meiste Position halt aus dem Fenster lehnen, um halt mit dem Rangierbegleiter
Blickkontakt aufzunehmen oder dann halt auch eine bessere Rundumsicht zu haben, wo man dann hinfährt. Wir haben hier die dunkelrote Lackierung mit cremefarbenen Zierstreifen. Wir haben Frostschutzabdeckungen der Lüftergitter im offenen und geschlossenen Zustand. Montierbar, das sind diese kleinen Schutzbleche, die ich euch ja eben gesagt habe. Da hat man dann hier vorne halt die Möglichkeit, dann halt einmal hier die offene Version zu haben oder dann halt die zu montieren und dann die geschlossene Version zu haben. Außerdem haben wir Motorvorbauten aus Zink-Druckguss, daher mehr Eigengewicht und bessere Zugkrafteigenschaften. Wie eben ja auch schon erwähnt, Modell mit fein detaillierten Ausführungen und vielen separat angesetzten Steckteilen. Das sind besagte Griffstangen und hier unten dann auch für den Lokrangierführer. Ich drehe sie mal so rum. Hier diese Haltestangen, wo man sich dann festhält, wenn man auf die Lok aufsteigt. Hier vorne natürlich auch, wenn der Lokrangierführer vorne auf den Vorbauten steht, um sich dann halt natürlich festzuhalten und natürlich dann halt auch schützenderweise, dass der Lokrangierführer nicht von der Lok fällt. Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Spitzen- und Schlusslicht, Rangierlicht und Führerstandsbeleuchtung und natürlich mit den beiliegenden geätzten Schildersätzen. Ja, Freunde, und das alles in allem soll es gewesen sein zum Modell in 1:87. Eine sehr schön gelungene Lokomotive, wie ich finde. Wir machen weiter in unserem Fahrplan.
Am Schluss unseres heutigen Videos folgt natürlich das Schlusswort, wie sich das gehört. Also, wie finde ich das Modell? Das Modell finde ich hervorragend. Es hat sehr viele Eigenschaften, digitale Funktionen, sei es Licht, sei es der Pufferkondensator, sei es Führerstandsbeleuchtung, sei es die Eigenschaft der Entkupplung und alles in allem finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Auch die Fahreigenschaften gefallen mir unten, die Stangenerner, so wie sie ja oft auch genannt wurde und die funktioniert wirklich hervorragend, die Kraftübertragung auch, also man kann damit auch ordentlich was wegziehen und wie gesagt, alles in allem eine sehr schöne Lokomotive. Persönlich muss ich allerdings sagen, bin ich eher der Fan unserer V60 West. Ich habe beide Lokomotiven fahren dürfen, die V60 West habe ich damals natürlich auch in meiner Ausbildung kennengelernt, die V60 Ost, die wir jetzt hier haben, habe ich des Öfteren dann auch mal bei Kollegen besuchen und dann auch mal kurz fahren dürfen und vom Klang her finde ich sie tatsächlich ein Ticken besser, ein bisschen brummiger, kerniger, aber die V60 West, also unsere, fahre ich lieber, sie ist einfacher zu steuern, angenehmer, komfortabler und sie ist, finde ich, auch einen Tacken stärker als die V60 Ost. Aber wie gesagt, es ist eine reine Geschmackssache. Ich persönlich bin Fan unserer V60 West. Hier unser Modell, da bin ich auch ein Fan von. Ich persönlich würde mir diese Lok holen, vielleicht nicht in dieser Farbgebung, aber alles in allem finde ich, gehört diese Lokomotive auf jede Anlage, denn jede Anlage braucht einen Rangierbahnhof oder auf jeder Anlage wird rangiert. Also, die Lok gehört auf jeder Anlage, klipp und klar. So, jetzt ganz zum Schluss kommt das Wichtigste für euch, nämlich die Artikelnummern. Unsere Lokomotive hier gibt es in drei unterschiedlichen Versionen. Einmal DC Analog, das ist die Artikelnummer 70258. Unsere Lokomotive, die wir hier heute euch vorgestellt haben, also sprich DC Digital mit Sounddecoder, hat die Artikelnummer 70259. Und für unsere Wechselstromfahrer gibt es diese Lokomotive natürlich mit Sounddecoder und digitalisiert ab Werk unter der Artikelnummer 78259. Alle Versionen dieser wunderschönen Lokomotive könnt ihr auf unserer Seite natürlich käuflich erwerben. Die Adresse zum Glück lautet www.modellbahnunion.com. Dort oben in die Suchzeile eure gewünschte Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Solltet ihr jetzt noch Fragen zu diesem wunderschönen Modell hier haben, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Einmal unter unserem Video kommentieren oder uns eine E-Mail schicken unter info@modellbahnunion.com und in beiden Fällen werden wir uns dann natürlich so schnell wie möglich bei euch melden. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im nächsten aufregenden Video. Und bis dahin sage ich, macht es gut, bleibt gesund und tschüss.